Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5 Dinge Minecraft PvP, die wohl du noch vielleicht noch nicht wusstest. Und was diese 5 Dinge sind, seht ihr einfach mal nach dem Intro. Also bis gleich. Wow. Ja, ich habe mal wieder 5 Dinge gefunden, die wo ihr vielleicht noch nicht wusstest. Wusstet. Nicht wusste. Wusstet, okay. Und ja, also fangen wir einfach mal an mit Fakt Nummer 1. Fakt 1 ist das Feuer. Ja, warum das Feuer? Ich habe mir jetzt überlegt, was könnte es mit dem Feuer auf sich haben? Habe ich so verschiedene Rüstungen durchgeschaut und ist aufgefallen, dass bei einer Tierrüstung weniger Feuerschaden bekommt als bei einer Eisenrüstung. Eine Eisenrüstung halt weniger Schaden be Okay. Weniger Schaden bekommt als bei einer Lederrüstung oder irgendwas halt. Und ja, es war einfach mal Fakt Nummer 1 und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erklären. Also wenn ihr jetzt eine Eisenrüstung habt, im Zweig seid, dann brennt ihr oder kriegt ihr weniger Schaden, als wenn ihr eine Lederrüstung habt. So, also kommen wir einfach mal zu Fakt Nummer 2. Fakt Nummer 2 ist das MLG. Ja, warum MLG? MLG sollten eigentlich die meisten Leute kennen. Es ist halt einfach so, wenn man runterspringt und dann Wassereimer setzt. Also, ja, so, einfach Wassereimer setzt unter sich, wenn man Fallschaden nimmt. Oh. Wahrscheinlich würde und dann durch diesen Wassereimer keinen mehr bekommt. Und was das jetzt mit PvP zu tun hat, zum Beispiel wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Varo spielen und dann ihr stoßt einfach mal jemand so runter und wie ihr es wahrscheinlich beim Finale mitbekommen habt, hat dadurch, okay, es war kein MLG, aber hat halt, überlebt man dann den Fallschaden. Und es gibt auch eine Variante für Survival Games und es ist das Cobweb, also du kannst auf runter und auch MLG Cobweb machen. Kriegst auch keinen Fallschaden, musst halt, also das hier ist schwerer als das mit dem Wasserheimer. Und ja, kommen wir mal zu Fakt Nummer 2. 3. Ja, Nummer 3. Ja, Fakt Nummer 3 ist ähnlich wie der erste Fakt. Hat einfach mit Rüstung zu tun. Ich habe hier eher eine PNG-Datei. Und, nee, PNG nicht. Eine Editor-Datei. Da habe ich Rüstung aufgeschrieben. Ich weiß nicht mal, was Rüstung war. Ich glaube, habe ich einfach aufgeschrieben, dass man bei einer besseren Rüstung halt eigentlich, wie man es eigentlich wissen sollte, weniger Schaden bekommt. Das ist halt jetzt für die Leute, die wo halt gerade mit Minecraft anfangen. Bei einer Eisenrüstung bekommst du weniger Schaden als bei einer Lederrüstung oder so weiter. Also, ja, das ist eigentlich, sollte eigentlich jeder wissen. Und dann kommen wir einfach mal zum vierten Fakt. Ja, der vierte Fakt ist Ping und FPS. Ja, was hat es mit Ping und FPS auf sich? Heutzutage dreht sich, heutzutage, also letzte Zeit, oder es dreht sich eigentlich in Minecraft nur um Ping. Also fange ich mal mit Ping an. Ping ist einfach, wenn du eine bessere Internetverbindung hast als der Gegenspieler. Wenn dein Gegenspieler zum Beispiel eine 100er Ping hat und du eine 20er Ping, dann wirst du ihn wahrscheinlich die besseren Kombos landen können, da der Spieler bei sich dich erst weiter weg sieht und dich dann nicht so wahrnimmt. Und wenn, also du bist schon, also ich erkläre es einfach mal so. Ihr seid vom Spieler, also der Spieler sieht, also zum Beispiel euer Gegenspieler ist euer Freund. Also euer Freund sieht euch in einer Entfernung von, sagen wir mal, 3 Blöcken im PvP. Aber ihr seht euren Freund schon, also steht bei eurem Freund schon direkt davor. So kommt mir Ping vor. Ich weiß auch nicht ganz genau. Wenn ihr es wirklich ganz genau haben wollt, müsst ihr wirklich googeln Ping. Und ja. Und jetzt mal zu FPS. FPS ist eigentlich ganz einfach. Das menschliche Auge kann, glaube ich, 29,79 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und wenn jetzt einer zum Beispiel unter diesem Wert ist, läuft sein Minecraft nicht flüssig. Deswegen kann er auch nicht gut spielen. Wenn du jetzt einen 100 FPS hast, dann kannst du halt flüssiger spielen als er. Und dann siehst du dein Gegenspieler zum Beispiel als Lagger, aber du laggst ihn halt nicht und dann wirst du eigentlich easy ihn raggen. Und ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und ja, kommen wir auch mal zum letzten Fakt. Ja, der letzte Fakt ist einfach mal Hotkey. Hotkey sollte eigentlich jeder können. Oder kennen. Wenn man auf die 4 geht, kommt man auf die 4, auf die 1 geht man auf die 1, 7, 7 und 1 wieder 7, oh, nee, das war gerade 6, wieder 5, 4 und also weiter. Also einfach mit dem über euren Zahlen, ich will es gerade auf meine Tastatur zeigen, aber es geht ja nicht, über euren Buchstaben, es sind ja noch Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so, wo ihr halt auch Klammern machen könnt. Und da könnt ihr auch halt hotkeyen, wenn ihr zum Beispiel die 1 drückt, kommt ihr auf die 1, 4, 4 und so weiter. Und ja, das war es eigentlich mit dem Fakt Hot. Key N. Ja, so. Ja, der Tag neigt sich auch schon dem Ende, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, einfach was ist mit der Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal
Aber ich konnte euch einfach mal ein paar Sachen vielleicht näher bringen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und schreibt mir mal wieder Kritik oder positive Kritik oder irgendwas in die Kommentare. Auch wenn ihr neue Fakten oder wenn ihr Fakten wisst, schreibt es auch in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.